Neue Boxen, neues Glück, der Schilling ist zurück und eine gute Nachricht für alle Leute, die nur wenige Spiele haben. Wegen Entei, dann noch eine Sache zu dieser neuen Spezialforschung und was jetzt so auf uns zukommt, damit zweit und wenig Pokémon Go. Das habe ich glaube ich schon gesagt. Machen wir das Intro einfach zweimal, völlig egal. Also, wir haben neue Boxen, ganz kurz die Prozente, die man sich hierbei erspart. Was die Ersparnis betrifft, da war besonders die Hyperbox und auch die mittlere, die Superbox, die waren schon mal ein wenig besser dran, obwohl ich hier die Top-Beleber, die rechne ich mit 0, weil, ja, das sind eben Top-Beleber. Also würde man denen auch einen Kaufpreis zuschanzen, dann wäre der Prozentersparnis ein bisschen besser, aber ich finde eben, ich weiß nicht, kauft sich wirklich jemand diese Superbox für Top-Beleber, würde ich definitiv nicht machen, besonders weil ich die seit einigen Tagen regelmäßig immer hier mal ein paar und da mal ein paar zerstöre, weil ich eben auf der Suche nach Hyperbällen bin. Ja, die Hyperbox gibt 15 Raid-Pässe für alle Freunde von Raid-Pässen. Da wäre fast sogar die Eventbox besser gewesen. Aber die ist jetzt zumindest bei mir im Shop verschwunden und im Zuge dessen vielleicht auch die Alola-Pokémon, aber dazu später noch. Das heißt, ja, diese Eventbox, die war wirklich sehr genial, muss man eigentlich sagen. Ansonsten auch Glückseier fast überall drin, was zum nächsten Event passt. Und ich denke mal, da machen wir auch gleich kurz die Überleitung, denn das Pokémon Go Fest in Dortmund kommt immer näher und die globale Herausforderung für alle Leute, weltweit auch die, die nicht vor Ort sind, die geht vom 4. Juli 10 Uhr bis zum 7. Juli 18 Uhr. Und wenn es die Leute vor Ort und alle Teams weltweit wieder schaffen, viele Feldforschungen abzuschließen, dann können wir Boni frei spielen, die dann vom 9. Juli bis zum 16. Juli laufen, eine Woche lang. Und das sind dann diesmal Erfahrungspunkte Boni. Und jetzt ist eben diese neue Spezialforschung da, gibt viele Erfahrungspunkte. Wie wir jetzt wissen, werden die Belohnungen sogar vom Glücksei und Sternenstück beeinflusst. Und da ist nun die Sache, je nachdem, ob man Geld fürs Spiel ausgibt, ob man viele Glückseier hat. Ich meine, in der Spezialforschung sind jetzt zum Glück einige als Belohnung. Aber man könnte auch ein bisschen in die Zukunft denken, in die Zukunft reinplanen. Es ist nur noch eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche. Und dann hätte man nämlich, wenn wir es schaffen, aber ich hoffe mal, wir schaffen das, einstündige Glückseier und diese ganzen heftigen EP-Boni. Dann könnte man mit einem einstündigen Glücksei gleich viel mehr von diesen Spezialforschungsaufgaben abschließen. Hier komplett absahnen. Dann fürs Fangen gleich noch die dreifachen EP. Dann holt man sich in dieser Stunde vielleicht noch den einen oder anderen Hyperfreund oder besten Freund ab. Macht noch einen kleinen Raid dazwischen und so. Also wer knapp bei Kasse ist, was die Glückseier betrifft, der könnte wirklich jetzt noch eine Woche geduldig sein, würde ich einfach mal sagen. Denn ja, das ist schon heftig. Das multipliziert sich ja komplett. Die Dauer ist verdoppelt vom Glücksei und dann noch die Fang-EP verdreifacht. Das ist so, als würde man 6 Glückseier verwenden. Genau, also das vielleicht im Hinterkopf behalten. Und wenn wir wirklich alle Herausforderungen erfolgreich absolvieren, dann gibt es den Raid Day mit Entei am 14. Juli. Und hier eine gute Nachricht an alle Leute, die wenige Spieler zur Verfügung haben. Das wurde mir eben häufig bei Raikou auch gesagt, aber wenn man sich die Poké-Battler-Counter ansieht, und Raikou war ja, wenn mich nicht alles täuscht, ein normaler T5-Raid, 5-Sterne-Raid, wird dann vielleicht bei Entei auch sein, aber mit dem neuen erhöhten Beste-Freunde-Bonus. Und genau, ich habe hier jetzt eingetragen, Level 40, Beste-Freunde. Und man sieht, bei vielen von den Top-Countern ist die Zahl bei Zeit zum Sieg unter 600. Und für zu zweit benötigt man 600 Sekunden, bisschen mehr vielleicht noch mit Ladezeit und dann zurück in die Lobby, wenn man beleben muss. Aber mit einem halbwegs ausgewogenen Team, Ramaidon sollte man vielleicht nicht zu viele reinnehmen, weil die so schnell draufgehen. Außer man hat wirklich ein komplettes Ramaidon-Team und danach ein zweites vorbereitet und muss dann nicht beleben. Genau, Ramaidon, Kyogre war jetzt wieder da. Hat vielleicht ein oder andere und da muss man nicht mal eines mit perfekten IV komplett gepusht haben. Wenn ich nämlich zum Beispiel mal, geben wir einfach Level 30 ein. 30er Counter und den beste Freunde Bonus, den lassen wir. Rein theoretisch könnte man es sogar mit einem Level 30er Team an Kyogre zu zweit schaffen, wenn man eben schnell dann ist mit dem zweiten Team. Man benötigt auf jeden Fall mehr als nur ein einziges Team.
dann in dieser Situation. Aber genau, worauf ich hinaus möchte, wer sich diese Konter schon vorbereitet, der kann selbst in einem kleinen Dorf hoffentlich den einen oder anderen Raid schaffen. Alles, was man braucht, sind zwei Spieler, sagen wir drei. Wenn es dann mal bei dem länger lädt und dann passiert hier das und so weiter. Aber selbst mit drei Leuten ist es dann locker flockig möglich. Und Entei ist wirklich ein gutes Pokémon. Ein schöner, starker Feuerangreifer. Das heißt, genau, da kann man dann ordentlich losrocken am 14. Juli. Gut, also die eine Eventbox ist wieder weg. Die hieß eben Eventbox. Obwohl, welches Event ist denn eigentlich gerade? Partyhut Pikachu, Partyhut Pichu und die Alola-Pokémon und so weiter. Aber ich glaube, da ging es eher um den Raikou-Day. Und für dieses Event war die Box sozusagen. Aber irgendwie habe ich auch eine Reduktion der Alola-Pokémon jetzt festgestellt. Von The Silphroad gibt es auch ein kleines Update zu ihrer Übersichtstabelle mit den Wahrscheinlichkeiten, wie häufig sie vermuten, dass die einzelnen Shinies auftauchen. Und es sieht wohl tatsächlich so aus, bei Alola Kokowai ist die Rate ordentlich geboostet und die anderen, da haben sie zum Beispiel bei Dicta aus 3500 normalen Alola Dicta, aber ich meine eben nicht die Shiny-Form, haben sie 6 Shinies bekommen. Alola Kleinstein 4013, Alola Radfratz 3309. Also die sind eher selten, aber wenn man bedenkt, dass es eben häufig die Alolas auch in der Wildnis gab, dann kann man es vielleicht doch schaffen, das eine oder andere Shiny da abzusahnen. Dann gehen momentan die E-Mails zu dem Pokémon Go Fest Yokohama raus, immer in verschiedenen Wellen. Das heißt, hier könnte man auch mal checken, man hat dann immer nur 48 Stunden Zeit, um die Tickets zu kaufen. Wer sich hierfür angemeldet hat, genau. Und ansonsten glaube ich, war's das. Wer auf der Suche nach Partyhut Pichu ist, ein kleiner Funfact am Rande. Die Pichu gibt es ja auch in 2 Kilometer Eiern und immer wenn irgendein Pokémon in einer speziellen Form eingeführt wird, ist es eigentlich fast im kompletten Spiel in dieser Form. Das heißt, nicht nur aus den 7 Kilometer Eiern das Pichu, obwohl es in der News steht, sondern sogar auch aus 2 Kilometer Eiern. Aber ich würde mal sagen, die Chance auf eines in einem 7er Ei ist viel größer als in einem 2 Kilometer Ei. Ich bin momentan relativ demotiviert, was das Brüten von mehreren Eiern parallel betrifft. Die Hitze. Ja, ich vermisse diese Ei-Videos. Ich hätte da ein Alola-Ei-Opening nach dem anderen gemacht. Aber nein, die Animationen, selbst mit dem neuen Update, werden leider noch immer verschluckt. Und wo ist da der Spaß, wenn ich so ein shiny Alola-Vulpix bekomme und dann nicht mal diese schönen Funken-Sternenspritzer sehe? Naja, was soll's. Für jetzt würde ich mal sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.